Ladies and gentlemen, I have a dream. Wie beginnst du einen Vortrag am besten? Was sagst du? Wie sagst du es? Und was solltest du am besten vermeiden? Das zeige ich dir in diesem Video und ich gebe dir drei Einleitungen mit, die du für deine Vorträge verwenden kannst. Los geht's! Hey, hier ist Sebastian wieder mit Strategien und Tipps, wie du deinen roten Faden findest, klar kommunizierst und somit möglichst vielen Menschen connectest. Abonnier den Channel und drück auf die Glocke, jeden Dienstag gibt's ein neues Video. Ein Vortrag steht vor der Tür und du möchtest ihn beginnen, aber tief in dir hast du die Angst, dass es so enden wird. Damit dir das nicht passiert, gebe ich dir ein paar Tipps mit, wie du das am besten gestaltest, dass du vom Beginn an deines Vortrags sofort den Kontext setzt, so damit klar ist, dass du die Autorität im Raum bist und vor allem, dass die Aufmerksamkeit des Publikums auf dich gerichtet ist. Gleich vorweg ein Disclaimer. Die Einleitungssätze, die du gleich erfahren wirst, die sind eine tolle Stütze, aber Grundvoraussetzung, damit dein Vortrag wirklich gut wird, ist auch, dass du was zu sagen hast, dass du dein Thema beherrschst und dass du auch wirklich gut darin bist. Das Thema ist natürlich etwas größer und deswegen gibt es einen Buchtipp von mir, nämlich Stand and Deliver von Dale Carnegie. Kann ich wirklich empfehlen. Link findest du hier oben oder in der Beschreibung. Das auf jeden Fall durcharbeiten und dann steht dem nächsten erfolgreichen Vortrag nichts mehr entgegen. Eine wirklich effektive Art und Weise, einen Vortrag zu beginnen, ist das sogenannte Story Gap. Wenn du meinen Kanal schon länger verfolgst, kennst du das aus anderen Videos von mir, den Elevator Pitch Beispielen. Da verwende ich gerne das Story Gap, um Spannung aufzubauen. Wie sieht das in der Praxis aus? Du beginnst deinen Vortrag mit einem Auszug aus einer Geschichte, kann deine eigene sein oder die von jemand anderem, wo nicht wirklich klar ist, was passiert hier gerade, wohin führt das Ganze, was wird da passieren. Genau das möchtest du ja nämlich erreichen. Ich zeige dir ein Beispiel anhand von Ines Thompson, mit der habe ich zusammengearbeitet, die hat das sehr erfolgreich in ihrem Vortrag in Norwegen eingesetzt. Hören wir mal rein. I'm staring at my phone. Ready to text my family and my closest friends. I want to thank them for always being there for me. I want to tell them how much I love them, but actually, I'm texting them to say goodbye. Wie du merkst, diese Geschichte, die nimmt einen mit. Man weiß nicht wirklich, worum es geht, aber es geht um vieles. Und ich habe gemeinsam mit der Ines an diesem Vortrag gearbeitet, kenne also die gesamte Geschichte, die dahinter steckt und die ist sehr mächtig, die ist sehr emotional. Das muss natürlich auch passen und das muss auch wirklich echt und authentisch sein. Aber wenn es richtig gemacht wird, dann erzeugst du genau diese Verbundenheit mit dem Publikum und auch gleichzeitig die Neugier, weil sie wissen möchten, was passiert als nächstes. Und wenn du das gut machst, dann sind mit einem Story Gap eigentlich keine Grenzen mehr gesetzt, was du machen kannst, um einen erfolgreichen Vortrag zu halten, der wirklich was weiter bewegt. Zweite Variante, einen Vortrag zu beginnen, ist ganz einfach den Nutzen zu erklären, was passiert in diesem Vortrag. Also sprich einfach darüber. Das Ganze folgt einem größeren Konstrukt, wie ein Vortrag aufgebaut sein kann. Nämlich, erstens zu Beginn sagst du ihnen, was du ihnen sagen wirst. Dann erzählst du ihnen genau das und am Schluss erzählst du ihnen, was du ihnen gesagt hast. Und das ist eine ziemlich runde Geschichte, ja? Und mit diesem Konstrukt hast du eigentlich eine solide Struktur für deinen Vortrag. Also zu Beginn einfach ausformulieren, was hat jemand davon, dir zuzuhören. Ich gebe dir ein Beispiel. Du sagst, in den nächsten 40 Minuten wissen sie alle, wie man ganz korrekt, fachlich sauber Schafswolle zusammenknödelt und einen Pullover draus strickt. So irgendwie in der Richtung. Kann natürlich etwas sinnvoller sein. Okay, noch ein Versuch. Nach diesem 45 Minuten Vortrag sind Sie in der Lage, ganz klar zu sagen, wer sind Sie, wofür stehen Sie und warum sollte es jemanden interessieren. Sie gehen also mit einem fix fertigen Elevator Pitch aus diesem Vortrag raus. Schon besser. Natürlich kommt es immer auf die Gegebenheiten drauf an. Das wiederum ist dein Job, aber die Quintessenz ist einfach zu sagen, was hast du davon, wenn du mir jetzt zuhörst? Dritte Einstiegsvariante für einen Vortrag ist Verwirrung.
Brich das Muster, tu etwas, mit dem überhaupt keiner rechnet. Es muss irgendwo einen Sinn ergeben zum Thema, wo du eigentlich hin möchtest. Aber wenn du das machst, dann hast du alleine schon deswegen die Aufmerksamkeit, weil jeder wissen möchte, wie es jetzt weitergeht. Ein Beispiel. Was ist der Unterschied zwischen einem Pinguin? Keiner. Beide Flügel sind gleich lang, besonders der rechte. Was soll das? Keine Ahnung, das fragt man sich. Aber wenn du so etwas tust, dann ist das einfach ein kompletter, im NLP nennt man das Pattern Interrupt. Das heißt, du hast etwas getan, womit keiner rechnet. Und damit wiederum bist du in der Relevanzpyramide ganz weit nach vorne gestiegen. Bei TEDx gibt es ein paar Beispiele, wo, ich glaube, es war Bill Gates, der einen Glas mit Moskitos geöffnet hat, wo er vorher behauptet hat, das überträgt Malaria, aber das passiert nur in Dritte Weltländern. Also warum haben nicht alle hier auch etwas davon? Jetzt noch ein paar Bonustipps von mir, Dinge, die du vermeiden solltest. Und zwar allen voran, versuch ja nicht witzig zu sein mit irgendeinem, ich sag's einfach mal, schlechten Witz. Viele Leute glauben, das ist so der Eisbrecher und starten dann eine Blondine, ein Rabbi und ein, keine Ahnung, kommen in eine Bar. Nein, das ist absolutes No-Go, mach das nicht. Die einzige Ausnahme, wo du wirklich Humor einsetzen kannst, ist, wenn es um dich selbst geht. Aber ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, Humor ist eine viel zu ernste Angelegenheit, um sie einfach auf die leichte Schulter zu nehmen. Nächster Tipp. Wird gerne gesagt, so, man soll das Publikum aktivieren, indem man so Fragen stellt wie, hey, wer kennt das, dass bei Amazon die Pakete irgendwie und so, hey, Hand heben, du weißt, worauf ich hinaus will. Ganz toll, dieses Manöver, wenn es funktioniert. Aber wenn es nicht funktioniert und du bist der einzige Typ, der da die Hand hebt und sonst macht keiner mit, hast du ganz schnell den schlechtesten Platz im kompletten Raum erhalten. Was blöd ist, denn du sollst ja einen Vortrag halten. Was noch eine ziemlich beschissene Idee ist, ist einen Vortrag runterzulesen. Leute, macht das nicht, das hört sich dann so an. Zunächst danke ich allen, die hier sind. Vielen Dank, Herr Bundesminister, vielen Dank, Frau Bundeskanzler und überhaupt. Und heute möchte ich über irgendetwas reden. Aber es ist komplett irrelevant, was ich sage, weil mir überhaupt kein Schwein mehr zuhört. Warum auch? Ich habe überhaupt keinen Rapport und ich lese das Ding runter, sodass mir fast selbst die Augen zufallen. Ganz schlechte Idee, wenn du wirklich runterlesen musst, aus welchen Gründen auch immer, wobei ich das wirklich vermeiden würde, um jeden Preis. Wenn du aber runterlesen musst, dann mach es zumindest so, dass es sich nicht wie runtergelesen anhört. Wie beginnst du normalerweise deine Vorträge? Schreib mir das in den Kommentaren. Bin gespannt, was du zu sagen hast. Ich antworte gern drauf. Mich würde es freuen, wenn ich dich als Abonnent dieses Kanals begrüßen dürfte und du dieses Video likest. Wir sehen uns bald wieder. Mach's gut und ciao. Wie beginnt... Yeah! Ladies and gentlemen, I have a dream. Freut mich, wenn du das Video likest und abonnieren wirst.